Und da kann es durchaus sein, dass der koreanische Riot-Mitarbeiter sich, ich würde es legit, also vor allem, wenn ich für Rang 1 gehe und so gut bin wie Agorin, würde ich es nicht riskieren. Bin ich ehrlich. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du kurz vor Rang 1 bist, dass der Riot Korea-Mitarbeiter in deinem Stream ist und sich das anguckt, ist halt echt nicht gering. So. Mirina, vielen lieben Dank für den Support. Willkommen. Armin meint, er reicht Rang 1 nicht ohne Englisch. Wenn er die Pings wissen will, das Alphabet kannst du irgendwie in einer Stunde lernen und dann kannst du diese zwei Zeichen erkennen. Oder du kannst dir auch einfach merken, wie die ausschauen. Ja. Und dann kannst du die Champ-Namen kannst du einfach sehen, wenn du drüber hoverst, dann musst du halt am Anfang Anfang hier 20 Sekunden pro Game den nehmen. Ja, so, Full Focus jetzt, Leute. Wir hatten gerade ein schlechtes Game, wir brauchen jetzt eine gute Laning-Phase. Apart. First Blood. Na, vermisst einfach den koreanischen Knast. Ich glaube, deswegen geht's nicht in den Knast, ja. Hier sind jetzt alle Lanes von uns behind schon, ja. Ja, dammit. Warum denn jedes Game alle behind? Sehr aufpassen hier im Early. Zickst wahnsinnig stark in den Early Trades. Wenn man sagt, jemand ist unglaublich stark in den Early Trades, sollte man nicht für den Early Trade reinhüpfen, oder? Oh, die Birke auf der Top Lane. Let's go. Ach, vielen Dank dir, Alex. 89 Monate schon mit dabei. Danke dir für die vielen, vielen schönen Jahre. Ich hoffe, du hast weiterhin eine schöne Zeit hier im Stream. Falls einer gebannt wird, meinst du, wird einen neuen Account machen? Wenn er gebannt wird, darf er keinen neuen Account machen. Das war's dann mit dem Trip. Besen, hä? Botlane läuft desaströs. Janks wird auch kommen, aber... Springen. Okay.
Könnten oben noch einmal vorbeischauen, Deep Vision setzen. Wichtiges Play für uns. Das haben wir einen guten Riecher gehabt. Okay, das schnell reinpushen. Ja. Sehr, sehr gutes Game bis jetzt. Let's go, Leute. Hat kein Flush in der Mitte. Kann für den gehen gleich. Er greedet, er hat kein, er hat sein B gerade auch benutzt. Mehr, mehr. Achso. Nicht Wurf. Wie viele Platten hat er gekriegt? 2. Auch wieder tot. Mist, der Pike war so lang oben, ne? Und die sind einfach unten trotzdem tot. Uiuiui. Ui, ui. Dann unbedingt einmal basen. Wenn wir nochmal unser Turret alleine lassen. Also, ich meine, es war schon worth, aber wenn wir nochmal unser Turret alleine lassen, dann hat er den Mid-Turret. Ist nicht worth. Dann müssen wir ihn, wir müssen jetzt einmal töten einfach, damit das klappen kann. Wir müssen jetzt einmal töten. So, Botlane ist schon 1-6. Mao ist strong, Fiddle ist strong, wir sind strong. Nur Botlane. Das ist ein Pike, Pike skillt nicht gut. Oh. Wenn ich da sind, habe ich ihn da. Brauchen auf jeden Fall bitte nach unten, ne? Silperan obda. Sehr, sehr low schon. Ein HP, ne? Oh, er überlebt. Das ist sogar geblieben. Ein HP, aber der wird jetzt greeten für die Wave, ne, weil er kann. Ja, ist halt ein Yomus oder ein Eclipse-Engel? Ich glaube, das ist ein Yomus-Engel, ne? Oh, ein Movement-Speed. Mein Gott, diese Botlane. Ist das eine Tragödie da unten? In die Mitte flitzen. Okay. Nächste Pushen. Hör mal, wo der in Mitte gerade ist. Könnte Bot tippen. Nice. Huge. Fidel Sticks. Du und ich. Mal einen aus dem Handgelenk hier, jawohl.
Juri ermieden. Ich rutsche jedes Mal nach links oben. Da muss ich besser hin. Wir können einmal resetten und TP'en. Aber Ashe will ich nicht TP'en. Pike könnte auch wieder sein. Oh, I feel. Go, Twitch Chat, we got this. Gottes, in the back, come on. Endlich mal eine gute Lane von uns. Genau so wollen wir es spielen und nicht anders. Okay, unser Blitzcrank ist wirklich nicht so gut. Der ist wirklich nicht so gut. Holy shit. Ja, der 1-6 Blitzcrank, hä? Will unbedingt nicht mit dem Lane. Ist wieder so low. Er ist jedes Mal so low. Aber nie kriegen wir ihn. Schon wieder eine Spiel, Fuck. Warte. Close door. Very close door. Das war Ash-Ult, Pike-Ult, Silas-Ult. Wir werden den Mid-Turret bekommen, leider. Wenn die Herbel schwierig. Ich meine, wir haben Bot First jetzt gekriegt. Wir könnten uns überlegen, ob wir hier Maw gehen wollen irgendwann. So, ausgenommen sind nur den einen. Das ist okay dann. Wie lange streamst du heute? Wahrscheinlich lang heute tatsächlich. Ich fühle heute so einen Grind-Tag. Bisschen pushen. Mal schauen. Ich glaube, voll mache ich tatsächlich lang. Wahrscheinlich so 10 Stunden oder so. Kommt immer natürlich drauf an, wie wir spielen. Wenn ich jetzt jedes Game komplett reinzacke, ne, dann werde ich natürlich nicht 10 Stunden machen, aber versteht, was ich meine. Okay.
Nach unten. Bis 3:30, oha. Wait, wie viel Uhr ist es denn bei euch gerade? Ich habe heute sehr spät gestartet, ne? Mit wie lange spiele ich schon? Wie viel Uhr ist es bei euch gerade? Ich hätte jetzt nicht dran gedacht. Jetzt dann unsere Muramana, René? Ja, 19 Uhr. Unsere Muramana. Na gut, das passt ja dann ziemlich gut, oder? Das ist halt dann bis kurz nach 2. Das passt doch eigentlich völlig. Ein Top-Laner für einen Top-Laner, ein Even-Trade. Wir können trotzdem Tier 1 vielleicht noch nehmen, aber... Ich würde den so gerne nehmen, aber hier wird gefightet, oder? Schau mal. Nice, nice, nice. 3 für 1. Ich bin natürlich 2 wert gewesen, aber trotzdem ist worth. Hextrinker oder nicht? Triple AP. Mag Hextrinker her. Mag Hextrinker her. Ich mag sogar More her. Race Puma, viele lieben Dank dir für den Support. Und danke auch an der Hans Kanz. Viele lieben Dank. Willkommen, Hans Kanz. Der ist auch wieder drin, der B. Och, TP, wir wollen unbedingt den nächsten Drake. Wir wollen allgemein jeden Drake haben zu dem Zeitpunkt. Sieht so aus, als hätten die keinen Schaden ohne mich, ehrlicherweise. Dass wir den noch nicht tot kriegen, den Gragas, ist sehr, sehr ärgerlich. Wir haben unsere Muramana gerade mittendrin bekommen. Die Ashe ist sehr stark von den Gegnern, Leute. Das hatten wir jetzt schon sehr häufig, dass wir gegen starke Ashes gespielt haben. Magnificent Bass! 5 für 2. Na, da wird sich gegenseitig gepinkt. Das tut so gut nach dem schlechten Avi-Game gerade, ne? Das tut so gut. Das ist ein richtiges Bäcker-Game bis jetzt. Die werden komplett gehopst, ne? Okay, bin permabannt bei Agorin, weil ich gesagt habe, er ballert mehr Werbung als Weiber. What the fuck? Wie viel Werbung schaltet denn Agorin zurzeit? Ich meine, jeder finanziert halt die Kurierreise anders, ne? Manche Leute machen das über einen wundervollen Partner wie Löwenanteil. Unter dem Stream mit Code NOWAY könnt auch ihr euch ein wundervolles Extra für euren täglichen Rise organisieren. Code NOWAY für eure Löwenanteilerfahrung. Ein Flash.
Würde mich interessieren, was Leute mehr stört. Ob so ein Placement die Leute mehr stört oder ob Twitch-Werbung die Leute mehr stört. Das würde mich echt interessieren. Und aus der Fall, ich glaube nicht, dass wir mich brauchen, oder? Cha-cha-chi-cha. Combo, Kepi. GG, well played. Ich hätte ein nice von Fiddle von mir kriegt, ja. Ja. So, was nehmen wir denn hier feinert? Oder wir den auch mal. Oh, ein Win, Leute. Wird das der Aufstieg nach Diamond 2 sein? Ein Win für Diamond 2. Wir kommen aus einem komplett guten Game. Come on, ey.